Sarvajna ist allwissend. Sarva, all, Jnana heißt Wissen, Weisheit. Ein Sarvajna ist jemand, der alles weiß. Sarvajna sagt man mehr im Vedanta-Kontext. Und Vedanta ist ein einer, der alles weiß, nicht notwendigerweise jemand, der die Einzelheiten weiß. Ja, wenn du schon den Vortrag gehört hast über Sarvavid, ein anderer Ausdruck über allwissend, dann hast du dort gehört, dass man unterscheiden kann zwischen dem Raja-Yogi-Allwissenden und dem Jnana-Yogi-Allwissenden. Der Raja-Yogi erreicht die höchste Befreiung unter anderem oder hauptsächlich durch die Konzentration. Indem der Raja-Yogi Samyama übt, kann er volles Wissen über jede Sache bekommen, auf die er sich konzentriert. Deshalb im engeren Sinne Sarvavid ist dann der Raja-Yogi, der alles weiß, auf das er sich konzentriert, währenddessen der Jnana-Yogi, den kümmert das relative Wissen nicht so sehr, sondern ihn kümmert vor allen Dingen das Wissen über Brahman. Es gibt eine Upanishade, dort schickt ein Meister seinen Schüler zu einem anderen Meister in die Lehre. Der Schüler bleibt dort einige Jahre in der Lehre und dann kehrt der Schüler zurück zu seinem Vater und der Vater fragt ihn, weißt du Brahman? Hast du über Brahman erfahren? Sagt der Schüler, nein, ich weiß nichts über Brahman, antwortet der Meister. Ah, du hast jetzt einige Jahre gelernt und du hast nicht über Brahman gelernt. Wenn du nichts über Brahman gelernt hast, dann hast du nichts gelernt. Wer über Brahman weiß, der weiß alles. Wer über Brahman nichts weiß, der weiß nichts. Und so sagt er ihm, um alles zu kennen, ein Sarvajna zu werden, dazu wisse, was Brahman ist. Erkenne, was Brahman ist, erkenne, was Atman ist. Natürlich, die Upanishade geht weiter und nachher fragt der Schüler den Meister, seinen Vater, ja, Vater, sag mir, was ist Brahman? Und dann erzählt der Meister verschiedene Grade, was Brahman ist. Er sagt zuerst mal, Brahman ist Nahrung. Warum ist Brahman Nahrung? Über die Nahrung steht der Mensch in Verbindung mit der Natur. Über die Nahrung weiß der Mensch, ich bin nicht getrennt. Wenn du über Nahrung meditierst, weißt du Brahman, denn du erfährst Verbindung. Fragt der Sohn weiter, Vater, was ist Brahman? Sagt der Meister, Wasser ist Brahman, denn über Wasser steht der Mensch in Verbindung mit der Natur. Erfährt der Mensch, dass er nicht getrennt ist. Meditiere über Wasser und erfahre, Wasser ist Brahman. Schließlich geht es weiter, Prana ist Brahman, Atem ist Brahman und so weiter. Und letztlich geht es darum zu erkennen, hinter allem ist eine einzige Essenz. Und diese Essenz manifestiert sich als das gesamte Universum. Und weil es nur eine einzige Essenz ist, ist auch alles weiter miteinander verbunden. Selbst in der scheinbaren materiellen Welt ist alles Brahman. Wer das erfährt, dass alles letztlich eine Manifestation des gleichen Göttlichen ist, wer weiß, dass die Essenz seines Wesens die Essenz von jedem anderen ist, der ist Sarvajna. Jemand, der alles weiß. Wenn man Brahman weiß, wenn man Atman weiß, Bewusstsein weiß, dann weiß man alles. Auch wenn man nicht die Einzelheiten weiß, man weiß dennoch alles. Sarvajna, Allwissender.